Servus Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter World. So, wir sind nun in einem neuen Gebiet, nachdem wir in der letzten Folge den Pukai Pukai erledigt haben. Müssen wir jetzt unsere Forscher beschützen und ich hoffe mal, das gelingt uns. So, wo sind die denn jetzt hin? Da vorne müssten sie irgendwo sein. Nur Ja, da dieses oben. Insekt an. Ist das eine Art Käfer? Die Tiere hier sind ziemlich widerstandsfähig. Sie haben sich hervorragend an die Trockenheit Ich habe überhaupt keine Tränke, sehe ich gerade. Selbst die Pflanzen haben gelernt zu überleben. Die Früchte hier haben eine harte Schale, die die Feuchtigkeit hält. So, gehen wir doch mal weiter. Ich hoffe, ich bekomme jetzt hier noch ein paar Kräuter oder sowas. Weil es sonst nämlich ein bisschen heftig wird. Und so, da oben sind sie auch schon, unsere Forscher. Dickhäutige Frucht. Pause, es gibt keine Pause. Da, der Wildturm. Dort werden wir finden, weshalb wir gekommen sind. Okay. Aber bis dahin ist es noch Ein sehr weites Stück noch. und weiter geht's. Ich denke mal, dass da noch einige Monster kommen werden. Können wir den nicht raussetzen? Können Sie mich schieben? Ach du Scheiße, was ist das? Irgendwas habe ich hier gehört, ja. Ich hatte doch jetzt gerade ein Trankfeuer. Wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Ratian. Muss ich jetzt gegen ihn kämpfen? Okay, er schaut sogar in die Richtung. Ist das nice? Ich möchte wissen, wo jetzt meine Kräuter sind. Ich habe doch vorher ein Kraut gesammelt. Okay, wir sind anscheinend hier vorbei. Schlitzbeere. Haben wir doch gut gemeistert. Ja, ihr so laut seid mit dem Wagen daran. Nun, eigentlich wie eine beliebige Ratian. Sie könnte der Kommission wertvolle Daten. So, jetzt hoffe ich mal, dass der jetzt hier drin bleibt, der blöde Trank. Du kannst mir nicht zufällig eine Probe besorgen, oder? Okay. Komme ich denn daran? Streunuss. Seine Ausmaße übertreffen sogar die in den Unterlagen der Gilde verzeichneten. Ich frage mich, wie
viele Jahre so eine Bestie wohl braucht, um derart riesig zu werden. Da ist er schon. Nee, ist ein anderer. Okay. Abzeros. Alles neue Arten anscheinend. Wenn Abzeros sich bedroht fühlen, gehen sie in Verteidigungsstellung. Was immer auch da draußen ist, es könnte auch für uns eine Gefahr darstellen. Wir müssen vorsichtig sein. Es wäre halt cool, wenn wir langsam mal da wären. Ich dachte schon, wir würden nie ankommen. Sieh nur, grandios! Wie gewaltig! Was für ein tolles Exemplar! Wir sind fast da. 100%ig kommt jetzt gleich irgendein Vieh. 100%. So, und jetzt haben wir auch mal ein paar Tränke hier. Nehmen wir auf jeden Fall mal alles mit, was wir mitnehmen können. Mal sehen, was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Was ist hier noch? Ein Donnerkäfer. Donnermunition, okay. Mal sehen, was für ein Geschenk der Sora Magdaros uns hinterlassen hat. Ja, das hast du ja gerade eben gesagt. Okay, wir hätten jetzt die Aufgabe eigentlich abgeschlossen, aber... Was müssen wir jetzt hier machen? Ach so, ich muss da vorgehen. Schieb weiter! Na los! Macht schon! Schau mal da! Noch ein Hinweis! Eureka! Komm! Lass mich! Barot! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße. Wie denn? Die Gelehrten schweben noch in Gefahr. Du musst den Barot aus dem Weg räumen. Keine Sorge, ich halte die Gelehrten von Gefahren fern. Warum macht er das denn nicht? Alter, ich kann ja, komme überhaupt nicht zu dem Signal. Okay.
Okay, muss man irgendwie schauen, dass ich hier. Ach, Scheiße. Okay, schauen wir nochmal. Ups. Oh, was ist denn das da? Ich glaube, da können wir eher mal nicht reinspringen. Und da unten ist er schon. Eieiei, ich muss eher weg. Wir wetzen noch mal. Okay, dann schauen wir mal, ob wir ihn kriegen. Den alten Schlingel, den. Da muss ich aufpassen, dass ich da reinfalle. Ich zieh mal ein bisschen hier rüber. Wer fährt der da rein? Wo rennt der denn da hinten die ganze Zeit?
Oh, der mit seinem Scheiß. Eieiei. Na, der geht aber eigentlich. Der nimmt halt einfach nur wenig Schaden, weil der komplett gepanzert ist. Aber ich glaube, den kriegen wir. Miet sieht auch gut aus. Sehr schön. So, wir wetzen aber nochmal. Weil er sonst einfach zu wenig Schaden nimmt. Oh nee, oder? Was ist denn jetzt los?
Hinten ist er. Lauter komische Fische hier im Wasser, muss ich aufpassen. Mietz, steh auf! Eieieiei! Was für ein Ding? Wasserpest. Ja, komm. Jetzt müssen wir den Chaos machen hier. Hallo? Ah, oh, jetzt bin ich wieder da drin, ey.
Na, oh, was renne ich denn da rein? Falle genau da rein? Nein. Boah, Alter. Nein, bin ich wieder in dem Mist hier drin. Nein, wie hält denn der aus? Die irgendwo eine Kiste oder so? Der kann dann nicht mehr so viel aushalten jetzt, oder?
Viel hat er ja nicht mehr. Ich finde auch keine Schwachstellen richtig bei dem Gegner, keine Ahnung. Ja, ist doch scheiße, wenn ich die ganze Zeit in den Scheißdreck da reinfall. Heftig. Na, was lügen wir denn erstmal, Kameraden? Irgendwas looten hier. Ja, das war nicht einfach. Oh, hey! Gut, du bist zurück. Oh, keine.
keine Sorge. Ich habe ein sicheres Versteck für die Gelehrten gefunden. Ich werde sie mal wieder einsammeln. Warte im Lager auf uns! Hey, du. Gehörst du zur 5. Flotte? Dann ist schon wieder eine Ältestenwanderung im Gange. Die Jahre vergehen schneller, als ich sie zählen kann. Ich bin auch ein Jäger. Von der 1. Flotte. Dürfte ich dich bitten, mir deine Geschichte zu erzählen? Suchen wir einen passenden Ort. Also, meinen alten Freunden geht's gut. Ein Glück. Scheint, die guten Gelehrten sind unverbesserlich wie eh und je. Wenn ich fragen darf, verfolgst du das Monster, das diese Spuren hinterlassen hat? Ich ebenso. Es scheint so einfach. Der Spur folgen, die Wahrheit herausfinden. Nun, es war mir eine Freude. Mein Lager ist ganz in der Nähe. Es wird dir und den anderen sicherlich eine Hilfe sein. Bitte richte dem Kommandanten aus, dass ich in Sicherheit bin. Aber eine Macht drängt mich voran und ich will sehen, wohin sie mich führt. Falls du auch diesen Drang verspürst, werden sich unsere Wege wieder kreuzen, wenn das alles hier endet. Wer war das denn bitte? So, damit hätten wir es abgeschlossen. Sehr schön. Und damit würde ich auch sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und mir ein Like, Kommentar oder auch Abo dalasst. Puh, war anstrengend der Kampf, aber hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Gut, jetzt aber noch genug gesabbelt. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.